Hallo, herzlich willkommen zum Video der Mittelwert Mastery. Mein Name ist Lea und in diesem Video wirst du einige etwas schwerere Aufgaben selber rechnen. Beginnen wir mit Aufgabe 1. Fünf Freunde unterhalten sich über ihr Taschengeld. Luisa, Matthäus, Frank, Frieda und Lina. Luisa bekommt 20 Euro Taschengeld, Matthäus 35 Euro, Frank 10 Euro, Frieda 15 Euro und Lina 40 Euro. Doch wie viel bekommen die Kinder im Durchschnitt Taschengeld? Hilf den Freunden dabei, das herauszufinden, indem du folgende Aufgabe löst. Wie viel Taschengeld bekommen die Kinder im Durchschnitt? Und wie ändert sich der Mittelwert, wenn noch Josef dazu kommt, der 120 Euro Taschengeld bekommt? Du siehst, dass Josef nun in der Tabelle ergänzt wurde. Verwende zur Berechnung die bekannte Formel für den Mittelwert. Der Mittelwert ist gleich die Summe der Daten einer Liste dividiert durch die Anzahl der Daten einer Liste. Drücke hier auf Pause und berechne die beiden Aufgaben. Willkommen zurück. Ich werde nun gemeinsam mit dir die Aufgaben rechnen. Vergleiche deine Lösungen mit meinen Lösungen. Wie viel Taschengeld bekommen die Kinder im Durchschnitt? Wir setzen einfach in die Formel für den Mittelwert ein. Im Zähler siehst du, dass die Summe der Daten aus der Liste hier gebildet wurde. Also 20 plus 35 plus 10 plus 15 plus 40. Da wir 5 Kinder haben, wird das Ganze dividiert durch 5 gerechnet. Das heißt, die Kinder bekommen im Durchschnitt 24 Euro Taschengeld. Nun zur Aufgabe B. Diese ist schon ein bisschen komplizierter, denn hier kommt noch Josef dazu. Josef bekommt 120 Euro Taschengeld. Wie ändert sich nun aber der Mittelwert? Wieder verwenden wir die Formel. Wir addieren die ganzen Daten einer Liste auf. Das heißt, wir addieren 20 plus 35 plus 10 plus 15 plus 40 plus die 120 Euro, die Josef bekommt, und dividieren anschließend durch 6. Warum jetzt durch 6? Da Josef dazugekommen ist, haben wir nicht mehr 5 Kinder, sondern 6 Kinder. Schauen wir uns das Ergebnis an. So sehen wir, dass die Kinder nun im Durchschnitt 40 Euro Taschengeld bekommen. Das ist also viel, viel mehr als der Durchschnittswert von Aufgabe A. Dort haben die Kinder im Durchschnitt 24 Euro bekommen. Warum ist das so? Schauen wir uns die Daten aus der Liste an. Wir sehen, dass der niedrigste Frank mit 10 Euro ist. Er bekommt am wenigsten Taschengeld. Ohne Josef ist Lina diejenige, die am meisten bekommt, mit 40 Euro. Nun kommt aber plötzlich Josef dazu. Josef bekommt 120 Euro Taschengeld. Er bekommt also viel, viel mehr als die anderen Kinder. Dadurch erhöht sich nun der Mittelwert um ganze 16 Euro. Und es sieht so aus, als würden alle Kinder ungefähr 40 Euro Taschengeld bekommen. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass die meisten Kinder sehr viel weniger bekommen. Aber da nun Josef dabei ist, hat sich der Mittelwert um 16 Euro erhöht. Das heißt also, wenn Ausreißer in der Datenliste vorkommen, dann ändert sich der Mittelwert sehr, sehr stark. Ein Ausreißer ist in diesem Fall der Wert von Josef. Das ist eine Zahl, die sehr stark von den anderen Werten aus der Datenliste abweicht. Kommen wir nun zur nächsten Aufgabe. Beim Schulskirennen ermittelt man den Sieger durch die Mittelzeit. Das heißt, es gewinnt nicht der Schnellste, sondern es gewinnt derjenige, der mit seiner Zeit am nächsten beim Mittelwert aller Zeiten ist. Doch wer gewinnt nun? Die Schüler und Schülerinnen schauen sich ihre Namen und die Rennzeiten in den Ergebnislisten an. Doch sie sind sich nicht ganz sicher, wer nun eigentlich gewonnen hat.
Der Mittelwert der gefahrenen Zeiten beträgt 51 Sekunden. Also gewonnen hat die Person, die am nächsten beim Mittelwert ist. Also müsste eigentlich Mehmet gewonnen haben, oder? Aber was ist eigentlich mit Anna? Wie schnell war sie? In der Ergebnisliste scheint ihre Zeit verloren gegangen zu sein. Drücke nun auf Pause und versuche herauszufinden, wie schnell Anna gefahren ist und wer eigentlich das Skirennen gewonnen hat. Ich werde nun gemeinsam mit dir herausfinden, wer das Rennen gewonnen hat. Berechnen wir also, wie schnell Anna gefahren ist. Zuerst wollen wir die Gesamtzeit aller sieben Kinder herausfinden. Wir wissen ja den Mittelwert, dieser beträgt 51 Sekunden. Wollen wir nun also die Summe der Daten berechnen, also die Gesamtzeit aller sieben Kinder, so müssen wir den Mittelwert mit der Anzahl der Daten in der Liste multiplizieren. Wie viele Daten gibt es in unserer Liste? Wir zählen ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Insgesamt sind es 7 Schüler und Schülerinnen, deren Rennzeiten in der Liste sind. Das heißt, wir rechnen 51 mal 7 ist gleich 357. Das heißt, die Gesamtzeit der 7 Kinder beträgt 357 Sekunden. Um herauszufinden, wie schnell eigentlich Anna gefahren ist, vergleichen wir die Gesamtzeit aller Kinder mit der Gesamtzeit der Kinder, von denen wir die Zeiten kennen, das heißt von allen Kindern außer Anna. Wir addieren diese Zeiten: 58 Sekunden für Zenaida, 55 Sekunden für Joshua und so weiter. Wir bekommen ein Ergebnis von 312 Sekunden. Das heißt, die Zeiten aller Kinder ohne Anna zusammen ergeben 312 Sekunden. Und die Zeiten aller Kinder auch mit Anna ergeben 357 Sekunden. Im letzten Schritt müssen wir also nur noch die Zeiten der 6 Kinder von den Zeiten aller 7 Kinder subtrahieren. Das heißt, wir ziehen die Zeiten ab und kommen auf ein Ergebnis von 45. Das heißt, Anna hat für das Rennen 45 Sekunden gebraucht. Wer hat nun also gewonnen? Wer von den Kindern ist am nächsten beim Mittelwert, also bei einer Zeit von 51 Sekunden? Ganz klar, das muss Mehmet sein. Mehmet ist mit einer Zeit von 50 Sekunden am nächsten beim Mittelwert von 51 Sekunden. Er war nur eine Sekunde schneller als der Mittelwert. Damit hat Mehmet das Rennen gewonnen. Damit bist du am Ende dieser Videos zum Mittelwert angelangt. Wenn es dir Spaß gemacht hat und wenn dir die Aufgaben vielleicht noch zu leicht waren, kannst du dir auch den Videozyklus Arithmetisches Mittel für Fortgeschrittene ansehen. Viel Spaß und danke fürs Zuhören!